So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Gruppen-Let's Play, mein Test, Wuchs, Liebe, Mittelalter, Stadt, Gedings, Gedöns. Ihr seht es im Titel. Wir machen jetzt erstmal eigentlich gar nichts so Besonderes, einfach weiter mit Bauen. Hö. Meine Flügel flattern so schön. Yeah. Ui. Was? So. Meine Flügel flattern so schön. Die flattern. Was? Angeber. So, jetzt muss ich mal überlegen. Irgendwas habe ich so letztens angefangen. Ach ja, klar, die Brunnen, genau, ja, eben. Ha. Den hat Fellerin ein bisschen umgebaut. Also von der Textur her. Und wir haben jetzt auch eine richtige Statue. Hier einen kleinen Text. Kann man ranzoomen? Ja, kann man ranzoomen. Text darf man das nicht nennen. Eine Statue. Eine Aneinanderreihung von Buchstaben. Ach so, das geht sogar nach hinten so ein bisschen rein. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte nur so, die Textur sieht ein bisschen verschoben aus, aber das ist so haptisch. Ja, ich wollte die eigentlich noch eingravieren in den Stein, aber damit hatte mein Test Engine ein Problem, das darzustellen. Darum habe ich einfach einen Text minimal rausstehen lassen. Und für die Buchstaben eine eigene Textur nehmen geht nicht, ne? Doch, hätte ich auch noch machen können. Weil da kann man das ja so ein bisschen so Gold machen, so, weil solche Schriften ja meistens irgendwie so aus Metall bestehen oder irgendwie so. Ja, das kann man machen. Ronny, bei deinem Haus fehlen ja noch die Fenster. Wenn du da jetzt weiter beschäftigt bist, würde ich die schnell ranmachen. Die sind doch da, die Fenster. Nee, oben im Dach. Ach so, ja, nee, die kannst du machen. Alles klar. Gut. Doink. Doink. So, genau. Bänke wollte ich letztens noch bauen. Da war ich stehen geblieben. Wollte doch gerade sagen, ich hatte doch noch irgendwas vorgehabt. So. Wut. Ja, ja, mit dem Alter wird das Gedächtnis schlechter. Nee, das war ja das, weil ich ja dann, als ich die Bank angefangen habe, also als ich gerade anfangen wollte, ja, denn Fellerin angefangen hat mit diesem Blender da, dieses, also halt mit der Blenderaufnahme, und ich das dann gezeigt habe. Deswegen. So, die Bänke machen wir schon mit dem rosa Holz. Easy. So, warte mal, die Statue ist ja grau. Das heißt, wir können noch ein bisschen. Das sieht auch gut. Nee, ich glaube, nimm das. Okay. Das ist eigentlich die ganz normale Steintextur von meinem Klon, wenn man so sehen will. Achso, für die Statue meinst du jetzt? Ja, genau. Ja, die Statue ist normal, die Floatstone. So, ich entwerfe jetzt hier mal ein bisschen neues Mauerdesign. Vielleicht sieht das ja irgendwann mal besser aus. Geht das? Nee, natürlich nicht. Ja, scheint zu klappen. 4 Minuten. Okay. Das klingt doch schon mal gut. Dass man in meinem Test die Blöcke nicht rotieren kann. Klappen und sowas alles. Vielleicht dann eine Bank bauen. Na, du kannst mit Trapdoors arbeiten. Ah, stimmt, die ist auch noch, ja. Aaron, ein kleiner Bauhack an der bei der Stelle. Nicht schon wieder die Eier.
so, die Schilder. Stimmt. Weil die dann ein bisschen niedriger aussehen. No. Genau. Aha. Okay. Ich mal ein paar. Also, ein paar Schilder. So, das kann weg. Das kann weg. Das kann weg und das kann weg. So. Dann eben ich mal ein bisschen den Boden an. Wir können ja ein. Wäre es in Ordnung, wenn ich aus dem hier ein zweistöckiges mache, wo ich gerade drüber habe? Würde gut zum Bild passen. Deswegen bin ich gerade im Flugmodus, um Überblick verschaffen, was optisch gut aussehen würde. Und ich denke, ein zweistöckiges wäre nicht verkehrt von der Optik, vom Gesamtbild her. Ja, das könnte man machen. Oder wir machen daraus so ein Wachhaus sozusagen, also was für ein Wachturm. Na, Wachturm würde ich eher in die Mauer integrieren, denn... Ja, stimmt. Wenn dann eher für den Wachposten der Hütte. Ja. Na, aber ich glaube, zwei Stück hier sieht besser aus. Das kann man ja später auch noch irgendwo neben machen. Aber, wie gesagt, also ich finde, so wenn man drüber hovert, habe auch gerade nochmal abgezählt, wie die Verteilung ist mit den, weil man ja Dschungelholz und ne, wie man das benutzen, dass das so ungefähr gleich ist. Und ich bin gerade überlegen, ob wir hier so ein bisschen, also ich will ja hier so ein bisschen den Markt so ein bisschen angleichen von der Höhe her, damit man, während man hier durch den Park läuft, nicht direkt die ganze Zeit gegen die Schwerkraft laufen muss oder irgendwie sowas. Dann könnte man ja gucken, dass man, weil hier der hintere Weg ein bisschen flacher ist, dass man dann quasi so eine Treppe hochbaut zu diesem Plateau quasi. Na, ich mache das zum Beispiel auch gerne, wenn ich irgendwelche Parks mache, dass ich, du hast hier so oder so immer irgendwelche Wege, ob die jetzt mehr natürlich oder wirklich wie Wege aussehen, kann man ja auch variieren. Und da mache ich dann auch immer gerne Treppen rein. Ja. Ja. Also ich würde vielleicht das so machen, wenn wir, dass wir hier auch so eine kleine Steigung sozusagen drin haben, dass es nicht komplett Terraform ist, dass wir einfach hier mit Slabs arbeiten dann später. Ach so. Dass man dann einfach, weil das ist halt etwas... schöner aussieht als volle Blöcke. Tja, man braucht schon so ein paar Dirt Slabs, gell? Na, warte, ich würde erstmal jetzt den Boden kurz painten. Ich habe hier schon alles bereit gemacht. Der wird dann nur die Grasblöcke ersetzen, jetzt gerade erstmal. In dem orangenen Bereich. Ha. Ja, wobei. Na, vor allen Dingen bisschen viel von diesen Stone Brick. Also, ich würde weniger Stone Brick nehmen und dafür dann irgendwie mehr von dem Cobble oder von dem Kies nehmen. Weil es wirkt so schon ganz schön deftig. Gedrungen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die normalen Ziegelblöcke sein müssen oder ob die dann auch wieder zu viel sind. Ziegelblöcke? Die normalen Ziegelblöcke. Ach so. Soll ich die einfach rausnehmen? Gute Frage. Schwierig. So passen sie ja gut ins Gesamtbild, weil das ja bei den Wegen auch benutzt wurde. Na. Dann würde ich aber noch ein bisschen weniger, glaube ich, machen. Das ja. Ja, eben, also hauptsächlich sollten wir schon bei Kies bleiben und die andere dann immer nur so als Akzente. Genau.
Nehmen wir mal. Oder immer noch zu viel? Ah, ich würde fast sagen, immer noch zu viel. Ja, okay. Ja, das sieht schon besser aus. Ja? Das sieht schon besser aus. Jetzt müssen wir aber mit dem Boden aufpassen. Ja, doch, so, so ist schon wesentlich, wesentlich, ja, also passen halt aus. Ja. Achso, vielleicht, weil da die Dwarfs drauf sind. Ja, das kann sein. Ja, dann wechsle ich die einfach selber aus. Alles drauf. Klingt immer noch. So, ja. Ja, die restlichen muss man von der Hand ersetzen. Machen wir uns unseren Brunnen kaputt. Na. Ja. Schon alles? Ich glaube schon. Sieht schon wieder erstmal so aus, so. Oder soll ich die Mossi wegmachen? Ich weiß nicht, wer also von oben guckt. Na, dadurch, dass es nur so ein paar Blöcke ab und zu sind, ist es nicht so schlimm. Also dadurch sieht es halt so aus, als wenn so ab und zu über Grasbüschel durchkommen, was ja auch durchaus realistisch ist. Ja. Kann man sowieso überlegen, kann man so auf so Kiesblöcken auch manuell irgendwie Gras platzieren, dass man so ab und zu so Grasbüschel durchwachsen lässt? Muss ich kurz ausprobieren, oder? Nee, ich glaube nicht. Sad life. Nee, aber also man könnte es so machen, dass man, aber dann sieht das wieder komisch aus, dass man irgendwo ganz, ganz wenig grobe Erde platziert und dann kann man die da drauf platzieren. Ja, nee, das sieht hässlich aus. Ja. Ja, sonst geht's nicht. So, da. Du noch da. Und so, mach ich mal das Mauerdesign weiter. Verdurchtung. So. Na, haben wir noch genug Platz für eventuelle Stände oder also Marktplätze und sowas alles. Ja. Versuchen wir, denn da hinkommt. Ja. Wie findet ihr das Mauerdesign? Ist das okay für die Stadt? Also ich wollte halt nicht diese Palisadenwand lassen. Die Mauer. Ja, die Mauer jetzt hier. Also als. Ach da. Ja. Als ja. Schick. Ja. Sieht schon heftig aus, ja. Vorne. Und den würde ich dann einfach nach hinten sehr spiegeln. Ja, ist das okay? Schick. Ja. Sehr schick. Die Frage ist natürlich nur, dadurch, dass das ja doch eine relativ komplexe Struktur ist, meinst du echt, dass du das denn so um die Kurven rum bekommst? Weil das stelle ich mir schon echt hart schwer vor. Man muss halt nur die Blöcke immer versetzen.
Aber sonst funktioniert das, glaube ich. Aber sieht schon echt geil aus, ja. Okay. Hat schon was. So. Dann lasse ich das erstmal. Also würde ich da einfach nach hinten spiegeln. No. Dass das von beiden Seiten gleich aussieht, damit man da keine Probleme bekommt. Ja, der Marktplatz sieht schick aus. Ja, wird langsam. Kommt langsam Gestalt. Ja, dann kann man hier zum Beispiel noch Marktstand hinsetzen, hier unten. Na genau, genau. So, erstmal jetzt hier die Taverne weiter. Ich glaube, die Taverne wird das größte Haus in dieser Stadt. Mit der Kirche. Ja, aber es ist ja gleichzeitig auch Unterkunft und ja, alles Mögliche. Es braucht schon Platz. Ja. So, mal schauen hier. Für da. Schön, Tim. Ja, das ist so ein bisschen. Ich guck gerade so ein bisschen nach Online-Bilder. Ah. Mach das mal so und dann kann man ja immer noch mal anpassen. So. Hat Schutzstil. So, eins. Ah. Oh. Diese Schwerkraft. Ich sag ja, was wenn wir mal hier was reinschüffeln. Gibt's hier diese guten alten Mietblöcke? Oh ja, die gibt es. Einfach mal Kubikmeter Fleisch, let's go. Wobei, wenn wir schon dabei sind, warum eigentlich Fleischblöcke? Wir können auch Rohfleischblöcke nutzen. Das macht die Sache noch direkt. Ja, ja, obwohl zum Beispiel grobe Rind wird ja nur roh gegessen. Von daher Feinschmecker hier, wa? Dein Geld möchte ich mal verdienen, wenn du dir Koberind leisten kannst. Holla die Waldfee. Ja gut, man kann auch noch andere Sachen roh essen. Also ich meine, gehacktes ist ja auch roh. Also, ja, ist neu, ja. Dafür sitzt du dann meistens auch den ganzen nächsten Tag auf dem Klo, aber hey. Was? Nö. Also, wo ich herkomme, gehacktes ist eine Spezialität. Mit Zwiebeln auf die Semmel und für die. So, mal schauen, ob das hier passt. Ich verzöger die hier auch mal. Da haben wir doch diese, wie heißt das so? Antersite. An der Siete. So, dann würde ich mich mal dem Dach widmen. Leider. So. Eieieiei. Ich freue mich schon. Wieso hast du Geburtstag? Alles Gute. Gibt's Kuchen? Genau, gibt's Kuchen.
Für jeden ein. Was? So wie bei Asterix und Obelix. Drei Teile. Oh, er hat alles aufgegessen. Ja. Okay. Ich hab so diese Wall, genau. Ne. Da, du nach da, du nach da. So. Hier hin. Warte mal kurz, kann man das noch kombinieren? Ja, kann man. Ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das auf meinen Klonian geschafft habe, dieses Haus zu bauen, also dieses Dach zu bauen. Drogen, Fellerin. Drogen. Ja, ja. Ach, der verbindet sich mit allem. Na gut, kommt eh weg. Ah ja, so. So sieht's schon besser aus. Kann ich da... Also nichts gegen dich, Ronny, aber deine Aussage erklärt schon einiges. Ach ja. Oh. Treppe sieht einigermaßen... Oh. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, wenn es so auch komplett aus dem Naturstein geschlagen ist, aussieht. Sieht vielleicht von der Textur her ein bisschen sehr hart aus. Oder so, okay. Ja. Ja, also, zu meiner Überlegung war halt ein bisschen, dass es halt so ein Stein ist. Ich weiß halt nur nicht, ob der Stein oder ich das normal aus hier Diorite probiere, also das, was so aussieht wie Marmor. So, dass es quasi eben so aus einem Stein geschlagen ist, aber eben diese Diorite, Andesit-Textur, die ist schon sehr hart. Ja. Das wirkt ja doch ein bisschen nach too much. Wenn du nur das Geländer so ein bisschen farblich vorhebst mit dem Andesit. Ach so, das kann man natürlich auch probieren, ja. Damit es anders aussieht, meinst du jetzt, ja? Ja, natürlich. Irgendwie bin ich, glaube ich, schon fast abgehärtet gegen die Witze. Ach so, nee, halt. Oh, das ist ja alles Andesit. Ach so, das heißt, genau, dann probiere ich mal diese Treppe aus diesen, Stone Wolf Zeug hier, was Fellerin jetzt hier platziert hat. Und genau, die Handdinger hier, Geländer, die bleiben auf anderer Seite. Dann probiert das mal so. Wolf. Gibt es davon keine Blöcke? Was jetzt? Von diesem Wolf Stone. Das ist normaler Stone. Achso, du darfst nur Stone eingeben. Achso. Und dann musst du einfach den normalen Stein auf der zweiten Seite nehmen. Oder wenn du Treppen haben willst, auf der dritten Seite, rechts unten. Ah, stimmt, das ist einfach der ganz normale Stein. Woll. Ja, ich weiß noch nicht. Was da ist eigentlich unsere Erwachsenen, die sich dabei gedacht haben? Die haben einfach zu viel Langeweile. Ja, das hat was. Schon? Ja. Ja, das kann man auf jeden Fall machen. So als kleinen Akzent kann man die echt nehmen. No. So, damit alle wissen, dass hier die Polizei wohnt. Bitte nicht. Diese Schmerzen. Sie so. Werden
Das hatte ich vorher erst gesagt. So. So sieht schön aus. Achso, oder so, ja. Stimmt, hast recht. Ja. Die passen mehr zu dem zu dem massiven Stein, ja. Massiv, Digga. Ja. Also, wenn du nichts zu tun hast, Ron, kannst du gerne in der Taverne schon mal die Scheiben füllen. Ich soll Scheibe spielen, meinst du? Ja, na, das kann ich. Na, das schaffe ich gut. wo ist die Taverne? Was ist nicht reagieren. Ja, ich bin. Ah, hui, ouch. Ah. Bin fertig mit dem Dach. Wie findet ihr? Schön. Ja. Ein kleines Muster. Aber auch nicht zu viel. Ja. Ui, hübsch. Ja, wobei ich vielleicht diese Patch-Textur ein bisschen dezenter gemacht hätte. Aber so kann man es natürlich auch schon machen. Na, was auch gut zu Spruce-Rot oben im Dach passt, ist das Pine-Rot. Ja, sowas. Na denn, ja. Ha. Ja, man muss halt, die Frage ist halt, soll es halt wirklich eine Art Muster sein? Dann sollte man es vielleicht ein bisschen mehr organisiert machen. Oder so wie ich halt dachte, was es sein soll, dass es so Art so Flickenteppich sein soll. Aber dann müsste man es wiederum etwas dezenter machen, weil es so nach ein bisschen too much aussieht. Und gerade wenn es ein Flickenteppich ist, dann kann man ja auch sich ein bisschen mit den Texturen abwechseln. Ist egal. So. So, doink. Ah. Oh. Gut, das war jetzt ein bisschen gefallen. Oh, lecker Rohfleisch. Das ist mein Fleisch! Kann ich eigentlich von der Spitze hier oben? Warte mal kurz, wo ist denn die höchste Spitze hier? Ich habe so also eine extrem weite Flugrange. Kann ich mich von hier direkt von hier oben gleiten lassen? Ah, nee, geht. Oh, oh. Muss Leertaste gedrückt halten. Ich hatte die gedrückt gehabt, aber ich schätze mal, damit ich auch gleite, muss ich abspringen. Kann das sein? Ja, abspringen und dann die ganze Leertaste. Kann sein, kann nicht sein. Was du willst. Ja, jetzt geht's. Okay, also man muss abspringen. Dann gleitet man. Hui. Hui. Ah, schaffe ich das bis zum Haus? Oh. Hey, sieht gut aus. Ich glaube, schaut locker. Nice. Jetzt stehst du. Nein, weil auch beim Fallen kann ich mich abbremsen mit den Flügeln. Ja, stimmt. Belron, ich warte eigentlich nur die ganze Zeit auf den Moment, dass das oben im Chat steht. Ich warte ja nur drauf. Mich wundert ja, dass das noch nicht passiert ist. So, Glas. Ich muss mal kurz auf meinen Klon ja gucken, wie ich meine wie ich mein Haus gebaut habe. Glas. Oh Gott. Direkt. Ah. Naja, Pups einfach. Also eigentlich. Ach nee. Du hast Problem. Ich hab das jetzt gebaut. Oh nee. Kacke. Ja, okay. Das wird schwierig. Es gibt nichts Schwieriges, es gibt nur Herausforderungen. Das Problem ist halt, ich habe das zweite Dach hier, habe ich sowas von nicht zentralisiert gemacht. Na? Also das hier sozusagen. Und auf meinem Klonier habe ich das halt einfach sozusagen nur gescaled, das Dach. Aber ja, ich versuche es mal.
Also erstmal mache ich jetzt die Dachverbindung zwischen dem hier. So. Ja, wird aber schon alles lösbar sein. Irgendwie. Wird schon schief gehen. Oh, du warst von. So. Dann nehme ich mal wieder die Rolle des Observers ein und werde mich mal ganz kurz verabschieden. Okay. Bis gleich. Kaffee leer. Bis gleich. Das da, ich weiß nicht, vielleicht ein Block kürzer, ich weiß nicht, was sagst du, mit, so, ja. Ich überlege gerade, ob man vielleicht das noch, wie wäre es so, ja. Wenn man das sozusagen so. Das hört sich jetzt, denke ich, gerade ein bisschen besser aus als ohne. Na, oder du machst es so, dass du hier auch eine Slapping platzierst an beiden Seiten. Da, wo jetzt gerade die Treppe war. Nach oben. Genau. Und dass man dann einfach das sozusagen komplett so nimmt. Ich weiß nicht. Nee. Das sieht irgendwie komisch aus. Na, dann da schon mal wieder eine Treppe hin, glaube ich.